Hallo und herzlich willkommen zu diesem Türchen im Adventskalender für seelenstarke Pferde. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, warum das Bauchgefühl so eine wichtige Rolle im Umgang mit unseren Pferden spielt und warum wir auf unser Bauchgefühl vertrauen sollten. Grundsätzlich ist es ja so, wir kennen unsere eigenen Pferde am besten. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ein Fluch kann es sein, wenn uns der objektive Blick auf das Pferd verloren geht. Das passiert automatisch, wenn wir mehr oder weniger jeden Tag mit unserem Pferd zusammen sind. Dann fallen uns kleinere Veränderungen teilweise erst gar nicht auf oder halt erst viel später. Zum Beispiel Gewichtsveränderungen oder Änderungen in der Fellstruktur. Das ist für uns Alltag und deswegen nicht immer so präsent. Ein Segen ist es, dass wir unsere Pferde so gut kennen, weil wir dadurch eine starke emotionale Verbindung zu ihnen haben. Und diese emotionale Verbindung macht es uns möglich, Entscheidungen für unsere Pferde aus dem Bauch heraus zu treffen. Was uns dabei oft im Wege steht, ist der Gedanke, dass wir etwas falsch machen könnten. Und der Gedanke, dass wir vielleicht zu wenig wissen, um eine Entscheidung treffen zu können. Was ich in meinen Beratungen oft erlebe, ist, dass mir Pferdemenschen erzählen, was sie ausprobiert haben. Und meist schieben sie dann hinterher, ich habe das Gefühl, das war gar nicht richtig. Oder ich habe das Gefühl, dass es zu diesem oder jenem Ergebnis geführt hat. Ein Beispiel. Eine Pferdebesitzerin erzählte mir, sie habe Meerrettich bei ihrem Pferd als Schleimlöser ausprobiert. Und sie hatte das Gefühl, dass der Husten ihres Pferdes dadurch nach einiger Zeit eher schlimmer als besser wurde. Sie sagte mir, dass der Husten trockener wird und sie das Gefühl hatte, dass der Meerrettich eher reizt und das Pferd belastet. Sie hatte in diesem Moment keine logische Erklärung dafür, deshalb schob sie hinterher, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, das ist eher so ein Gefühl. Und ich konnte ihr in dem Moment, konnte ich ihr Gefühl genau bestätigen, denn Meerrettich gehört aus Sicht der TCM zu den heißen Futtermitteln, also zu denen, die den Körper eher wärmen. Und Meerrettich ist wunderbar, um festsitzenden Schleim zu lösen, aber wenn wir ihn länger geben, dann kann es dazu kommen, dass die Hitze im Körper überhand nimmt. Und Hitze, das kennen wir aus der Natur, Hitze trocknet, also auch die Schleimhäute. Und somit kann es zu einem trockenen Husten kommen, wenn wir ein eher heißes Futtermittel über einen längeren Zeitraum geben. Also möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, auch wenn ihr etwas rational nicht erklären könnt, vertraut auf euer Gefühl. Ich finde es übrigens total super, wenn ich Rückmeldungen von Kunden bekomme, die mir oft schüchtern erklären, dass sie sich mit diesem oder jenem empfohlenen Futtermittel gar nicht anfreunden können, dass irgendwas in ihnen sagt, das passt nicht für ihr Pferd. Und das sind dann die Punkte, dann schauen wir noch einmal genauer hin und finden dadurch meist eine andere und für das Pferd bessere Lösung. In diesem Sinne möchte ich euch gerne mitgeben, es lohnt sich immer zu üben, den Kopf auszuschalten und einfach mal nur zu fühlen. Zu fühlen, was euer oder unser Körper gerade braucht und zu fühlen, was unser Pferd gerade braucht. Wir dürfen uns ruhig trauen, dem Bauchgefühl mehr Raum zu geben, auch wenn wir die Ergebnisse des Bauchgefühls oder die Entscheidungen des Bauchgefühls oft nicht rational erklären können. Oder zumindest in diesem Moment noch nicht. Ins Fühlen kommt ihr zum Beispiel auch mit Hilfe der Meditationen von Chrissy oder Claudia, die in einem der früheren Türchen versteckt waren. Ja, ich wünsche euch nun eine wundervolle und gefühlte Weihnachtszeit.